Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 3 Online. Heute mit wieder einer Ruf zur Ordnungswaffe und zwar der Ordnung, die Ordnung Splatling. Mit dabei sind Blade und Ben, beide im Gegnerteam. Das ist natürlich jetzt gar nicht schön, dass beide im Gegnerteam sind. Ich wurde eben schon in einer Runde komplett zerstört, weil meine Teammates einfach nicht so geil waren. Und ja, jetzt haben wir noch Blade und Ben, beide im Gegnerteam. Ah ja, ja. Und dann ich noch mit das Splatling. Das kann heute lustig werden. Das kann heute echt lustig werden. Aber ja, zuletzt hatten wir den Schwapper. Und der Schwapper war halt die letzte Waffe, die wir halt hier gezockt haben. Okay, da habe ich schon mal einen bekommen. Sehr geil. Okay, wie hat der Tentendüser von euch überlebt? So, dich mal hier markieren da vorne. So. Sehr schön, Ben. Da ist ja an meiner Schauerwelle gestorben. Sehr schön. Schon mal erfolgreich bisher. Da mal schön Sprengler hin. Nee, die Kugel, die juckt mich jetzt hier nicht. Und weiter geht das, weiter geht das. So, Blade, du da. Oh, ah, nee, das war gar nicht Blade. Wir sind voll erwischt. Ach, da unten bist du. Ach, du hast den Roller. Ich dachte, du bist hier der Kalligraph. Nee, ich hab ja. Ich nehme die Waffe generell fast nie. Ja. Nee, gut. Aus dem Grund. Und ich will es ein bisschen fairer halten, ne? Ja, alles gut. So. Und außerdem meine Special hat auch einen Buff bekommen sogar. Oh. Interessant. Und da. Wer schmeißt hier die Hardbomb? Und zwar bekommt die nämlich weniger Schaden bei den Schwachpunkten. Ne? Was hast du denn überhaupt für eine Special? Damit ich weiß, wovon du redest. Ich habe das Schild. Du hast gerade ja von der Kalligraph-Special geredet, von hier diesen Spider-Man-Ulti, meinst du? Hat einen Buff bekommen. Nee, hat hier keinen Buff bekommen. Welcher hat jetzt einen Buff bekommen? Dieser Kugelschild. Achso, okay. Und was jetzt nochmal? Der bekommt weniger Damage von den zwei Hauptpunkten. Wenn man versucht, den zu zerstören, bekommt er jetzt, glaube ich, irgendwie 20% weniger Schaden. Achso, Buff. Ich verwechsel, weil das sind englische Worte. Ich denke immer so, Buff ist so schlechter machen, dass die Waffe schlechter wird. Aber nein, das ist schlechter ist ja nerven. Und Buffen ist besser machen. Oh, englische Worte. Ist Englisch. Mein Englisch ist not the yellow of the egg. Jetzt ist der Knoten im Kopf weg, wenigstens. Blade. Oh, da ist er noch geflüchtet. Was schon mal doof ist? Nein, Blade, das machen wir nicht. Hab. Ja, stimmt. Du bist last. Und unser Kalligraph ist bei euch in der Base. Oh ne, das ist natürlich nicht so schön. Ja, wir sind doch in Gefahr. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall, die Runde haben wir verloren. Was für eine Überraschung. Yay. Mal gucken, wie die Teammates waren. Weil da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass die nicht die besten waren, sag ich mal. Weil ich bin gar nicht mal so häufig. Also ich bin mit meiner Leistung tatsächlich zufrieden. Könnte so eine positive KD sein. Tatsächlich, 5-4. Also ich bin zufrieden mit mir. So, Teammates, wie wart ihr drauf? Oh nee, ich habe ja noch dieses komische Shirt an. Das muss ich mal ganz kurz mal ganz schnell hier wechseln. Oh, hier, da. Tint Ninja. So, wie sind die Teammates gewesen? 4, 5, 3, 6, 2, 8. Geil. Ich hoffe mal, jetzt läuft es besser. Natürlich wieder Ben und Blade im Gegnerteam. Oh Mann, oh. Habe ich wenigstens jetzt andere Teammates? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Im Gegnerteam sind auf jeden Fall andere. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe, dass das andere Leute sind. So, haben wir eine gute Einfärbwaffe? Eigentlich ja. Die Doppler und hier der Profitexter, die können schön einfärben. Am meisten von euch kann sogar der Bleistift färben. Achso, ja mein. So, färben ja. Die schon? Ja, die färben da schon. Achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, was mir nämlich gerade einfällt. Und das war ein guter Schuss, Ben. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass dieses Splatling nicht während man schießt, nicht nochmal nachladen kann. Da muss man erstmal komplett abfeuern, bevor man wieder nachladen kann. Das ist ein bisschen doof.
Das ist ein bisschen doof. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Was ist hier los? Hallo. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, also wirklich kein bisschen gerechnet, dass da jetzt schon jemand bei uns, dass du jetzt in unserer Base bist. Dadurch war ich jetzt auch nicht so aufmerksam. Das hat mich jetzt kalt erwischt. So, Lolo, nee, das machen wir nicht. Aua. Gut, das ist weg. Ja, schade. Mann, Ben! Da war doch bis eben der Kalligraf. Ich dachte, der Kalligraf kommt gerade runter. Aber nein, das war Ben. Das ist doch nicht wahr. So, also ich hoffe, wir werden mindestens eine Runde haben, wo Ben und Blade getrennt sind. Und wenn sie doch in einem Team sind, dann bitte möchte ich mit im Team sein. Das wäre ganz freundlich. Ah, jetzt schreibe ich auch nur die ganze Zeit. So, Ben, habe ich dich jetzt so mitbekommen. So hast du euer mich leider Profi auch. Euer Profi-Texter ist gut. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ben habe ich jetzt halt auch bekommen, ein Glück. Aber dass er mich jetzt natürlich mitgenommen hat. Das nervt mich. So, hier mal ein bisschen umfärben. Ihr seid in Gefahr, es gefällt mir. Ja, wir haben auch keine richtige Färbewaffe. Wenn es dir nicht aufgefallen ist. Ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe da noch nicht auf die Waffen geguckt. Was passiert hier? Was passiert hier? Hilfe! Hilfe! Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Warum springt der Teammate dahin? Man sah doch schon vorher, dass es bei mir gerade sehr eng wird. So, der ist weg. Oh, ich habe schon den Tintentiran. Da hinten. Ey, warum heftet er sich jetzt an die Wand? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Also, so, jetzt noch möglichst viel einfach. Das hat jetzt wahrscheinlich alles gekostet. Nein! Ich habe Ben noch gesehen und ich habe die Sprungboje auch noch vorher weggemacht, aber er konnte noch springen und dann hat er mich natürlich gekillt. Das könnten wir tatsächlich haben. Unsere Base ist richtig gut eingefärbt. Oh, geil. Ja, Mann. Ja, wir hatten halt keine einzige gute Färbewaffe, was tun das tut sich. Also ich werde jetzt eine negative KD haben, das auf jeden Fall, weil Ben hat mich hier und da häufig bekommen. Gerade auch der letzte Kill war bitter. 3-6, ja, okay. Aber vielleicht wird es nächste Runde wieder besser. Yay, erster Sieg des Tages. Juhu! Oh, ja, 8-4 die eine. Die Sniper war auch gar nicht schlecht. Doch, doch, jetzt hatte ich ein gutes Team, das freut mich. Ja, 2-3, was bei dir los gewesen? Ja, gut. So, ja, Blade ist jetzt in meinem Team und wieder gegen Ben. Na, immerhin seid ihr beide jetzt getrennt. Dadurch kann es jetzt hier nochmal schön spannend werden, hoffe ich. Das wäre doch ganz cool. Dann werden wir mal weitersehen. So, erstmal hier ein bisschen umfärben. Was haben wir für Waffen? Eigentlich ganz gute Färbewaffen. Ja, komm, dann gehen wir mal nach vorne. Ich hoffe, da wird sich Brick drum kümmern, unter anderem. Gehen wir hier hin. Ah, hi. Ja, ein Hi direkt. Ja, da bin ich doch mal schnell weg. Stempel. Oh, Stempel. Schnell hier hoch. Dann mal das. Nein, du hast mich nicht getroffen. Alles klar. 3 überlebt das Disperser. Komm, komm, komm. Nein, der Hai, der kommt direkt zu mir. Ah, Mist. Bin sofort ausgewichen, als ich gesehen habe, Hai, aber trotzdem war ich da so in der Gasse drin, da hatte ich keine Chance, irgendwie auszuweichen. Man kann hier hoch? Man kann da hoch? Das wusste ich noch gar nicht, dass man da hoch kann. Ich hab 2. Sehr gut. So, Ben. Hast du gedacht, dass du da hochgehen kannst? Aber nein. Das machen wir jetzt hier so nicht. War zwar ein bisschen fail, also ich sag mal so, es war ein guter Versuch. Ja, ich hab. Hat ein Glück geklappt. Ich hab auch, hab wieder 2. Sehr schön. Laut hat mich. Die Laut ist nicht schlecht. Hm. Ich pack mal hier jetzt eine Schauerwelle hin. Oh, da oben ist jemand. Da ist jemand. Oh mein Gott, bei mir. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Ja, die Schauerwelle war so gut. Danke.
Ich habe ihn, ich weiß nicht, habe ich ihn mit der Schauerwelle getroffen oder auch richtig? Ich hatte ihn nämlich auch noch mit der Splitting angeschossen. Ja, das war, weiß ich halt nicht. Ja, ja. Und der Junior läuft die ganze Zeit nach vorne. Achso, wenn die Base nicht gut gefärbt ist. Ja. Ich habe jetzt immer die Lücken gefüllt, so ein bisschen. Ich habe auch noch mal ein bisschen. So, ich habe Ben. Da jumpt einer, ich sehe. Oh mein Gott, der hat mich während des Sprungs schon Hit gegeben. Da konnte ich nur einen Trade rausholen, leider. Das, ja, bei mir war meine Schussfrequenz zu Ende. Oh mein Gott, Ben hat mich direkt. Ja, wichtig wird jetzt einfach sein, oben zu verteidigen. Ja, ich bleibe mal kurz hier mit. Ja, die Naut ist hier oben. Dass ich durchbrechen kann. So, den einen habe ich. Hab Naut. Okay, nice. Da ist aber noch einer, Ben. Ja, das haben wir verloren. Noch haben wir 12 Sekunden. 12 Sekunden kann sich noch viel ändern. Das wissen wir. Nein, er hat mich noch. Okay, ja, ich glaube auch, dass wir es verloren haben. Ja. Ah, der letzte Tod war ärgerlich. Aber ich bin wieder mit meiner Leistung zufrieden. Ist irgendwie merkwürdig. Da, wo wir verlieren, bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Da, wo ich gewinne, bin ich unzufrieden mit meiner Leistung. Irgendwie strange. Weil ich müsste jetzt wieder eine positive KD haben. Ja, 5-4. Ich bin jetzt zufrieden. Ja, moin. Wenn ich am Ende nicht gestorben hätte, ich 5-3. Wäre noch besser gewesen. Ah. Der eine 2-4. Warum hat der Kleckzer nicht so viel gefärbt? Ich habe ja fast so viel gefärbt wie er. Aber okay. Runde 4 von 5. Jetzt seid ihr beide in meinem Team. Ach komm. Das muss doch jetzt hier funktionieren. Genau, das ist im Gegner-Team. Oh. Ja. Das ist dieselbe Not wie eben. Komm, komm. Ich hab euch beide im Team. Also, ganz ehrlich. Ja, ich bin zuversichtlich. Komm, das können wir schaffen. Optimistisch sein, Hoffnung haben und nicht aufgeben. Geh du nach vorne. Geh du nach vorne, ich färb hier. Alles klar, okay, okay. Ach, du bist der Disperser. Ah, okay. Nice. So. Wir gehen mal kurz hier hoch zu Ben. Mal, wo ich genau unten. Ja, ich habe den Tintentyrann bekommen. Oh, bevor er sich komplett verwandelt hat. Ja, Tintentyrann braucht halt eine Ewigkeit. Nein, die Nautilus ist fast tot. Ich habe die Nautilus. Boah, ich gehe gerade ab. Und jetzt nicht mehr. Das war jetzt ein Fail. Ah, ich habe den noch bekommen mit mein Schauerwelle. So, ich hoffe mal, das ist genug. Ja, das sieht erstmal sehr gut aus. Tausendmal besser als die meisten. Ja. Einfärben. Ah. Ich hab die Airbrush geholt, aber Naut hat mich. Ah, die haben Sprungboje, ne? Ah. Dorothy, sehr gut angefangen. Ich hab den bekommen. Kurz hier mal umfärben. Weiter geht es. Warum ist jemand? Tintendüser vom Schirm. Jo. Tintendüser ist down. Da mal zack. Now this one it. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist beim Tactical, also die ist beim Jetzt wird sie wieder geil wahrscheinlich. Das ist eine Robobombe. Oh, das war knapp. Das ist noch eine Robobombe. Oh, Mist. Sehr ich hab den mit. Schirm. Ja. Ja, halt auch nicht. Ich darf halt nicht gegen die Naut sterben. Weil wir haben halt wirklich. Wir haben eine gute. Also ich bin quasi die auch als einzige gute Färbewaffe. Die haben auch nur die Airbrush als gute Färbewaffe. Und hab ich gewonnen, der Schirm. Diese Sprungboje. Nautilus habe ich. Weg.
Boah, schon zweimal die Nautilus bekommen. Hui! So, jetzt hier mal zack, Schauerwelle. Ich bin in deren Base. Nice, nice, nice. Die sind auch in Gefahr. Nautilus oben längs. Ja. Hab sie. Sehr schön. Ich glaube, einer läuft gerade durch zu unserer Base, ist aber nicht so schlimm. Ja, das ist der Schirm. Da kann ich gut färben. Ich färbe gerade auch in der Gegner-Base. Ja, der hat einen Tintenhüter sogar eingesetzt, also das haben wir locker. Ja, das war jetzt eine richtig schöne Runde. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, ich bin mit der Runde zufrieden, ich bin mit euch zufrieden. Perfekt. Das war schön. Und ich muss auch sagen, mit das Battling läuft es besser als gedacht, weil das Battling ist nicht so meins. Aber doch, läuft. 7-2! Boah! Nice. Nochmal Stufe erhöht. Und weiter geht es zur letzten Runde gleich. 7-3 hat Doris Seed. Ben hat 5-1. Du hast 4-4. Oh. Ja. So. Und nein, ihr seid beide nochmal in meinem Gegnerteam. Ist das euer Ernst? Was soll denn das jetzt? Ihr wart schon in den ersten beiden Runden im Gegnerteam beide. Oh Mann. Oh. Das ist halt jetzt der Ausgleich für den letzten Part. Ja. Nee, nicht im oder vorletzten Part. Ja, wir werden jetzt trotzdem nach vorne. Wir haben einen Kleckser, der kann sich ums Einfärben kümmern. Daher gehe ich sofort nach vorne und werden hier die Sniper angreifen, die ich nicht bekommen habe. Und was macht denn der Kleckser? Warum geht der auch mit nach vorne? Achso, das ist ein Player noch dazu. Oh. Ich predikte jetzt, wir werden mit Gefahr verlieren. Dann werde ich mich mal ums Einfärben kümmern. Yay. Das ist ja so toll, dass ich mich ums Einfärben kümmere. Obwohl, ich gehe nach vorne. Vielleicht kapiert der Player noch, dass er vielleicht die beste Einfärbwaffe ist. Aber ich bezweifle es. So, wir machen mal Folgendes. Zack und zack. Keiner wurde markiert, das ist schwach. Wo häng ich denn hier? Oh, ich habe Ben bekommen. Ich weiß nicht wie. Aber ich habe ihn bekommen, das ist die Hauptsache. Komm, Sniper, habe ich dich? Nein, nein. Oh. Oh mein Gott, ich hab. Ben hat sich gerissen. Ich hab die Squid Roll nicht hinbekommen und dadurch bin ich nicht zur Rabäte gekommen. Wer bist denn du? Bist du der Roller? Nee, nochmal Disperser. Achso, okay. So, hier erstmal kurz Lucky Lucky machen. Und dann. Verdammt, der Player. So, ich sehe gerade keinen von... Da haben wir den Roller und die Sniper haben wir danach auch noch bekommen. Sehr schön. Ach komm, als ob die 52 direkt gewusst hat, dass ich dort war. Nicht komm, gut. Ben. Also, bisher sind wir noch du nicht in Gefahr. Yes. Sehr gut, Ben. So, Sniper habe ich. So, wird der Roller wieder da hochgehen? Anscheinend nicht. Nee, warte nicht. Okay. Ich dachte, ich kann ihn lesen. Aber nein, konnte ich nicht. Player, geht doch da nicht so nah ran. Aber okay, gut, dass du Schutzschild hast. Da gehe ich mal mit rein. Nein! Jetzt ruhig von hinten. Ach, Ben, natürlich. Ah, wir sind in Gefahr und nur noch 30 Sekunden. Yay, was für eine Überraschung. Juhu! Wo gehe ich hin? Ich gehe auch hier mal hin mit. Komm. Aber wir kriegen das zusammen hin. Und Ben, du musst. Ach so, Ach komm, die Charger hat mich nicht mal gesehen und die zieht einfach random auf mich. Ja, mein. Ja, aber das haben wir. Ja, leider, ja. Ich wurde jetzt auch nochmal gekillt von Ben natürlich. Ah, Ben hat mich, glaube ich, 3 oder 4 Mal heute bekommen. Also in dieser Runde meine ich. Und mit Gefahr ja, verloren. Was habe ich am Anfang gesagt? Aber gut. Trotzdem war meine Leistung jetzt gar nicht mal so schlecht. Und generell bin ich mit dem Part überrascht. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Part. Mal gucken, wie es dann im nächsten Part so weitergeht. Bin ich auch mal sehr gespannt. Wird auf jeden Fall wieder bestimmt ganz toll. So.
So, 5 hier, wenigstens wieder eine positive KD. Ich hatte heute nur einmal eine negative KD. Nur einmal, glaube ich. Und sonst 4 Runden positive KD gehabt. Daher, ja. Ja, gut, der Player war mit 2,5 dabei. Ich habe das meiste gefärbt. Ja, gut, ich hatte jetzt nicht die besten Teammates, aber auch jetzt hier nicht die schlechtesten. Kann man vielleicht so sagen. Boah, der Roller ist bei euch nur einmal gestorben und das war ich. Krass. Okay, gut. Blade und Ben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich bedanke mich auch bei euch Zuschauern, dass ihr mir zugeguckt habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, nächste Woche. Von daher bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Und tschüss. Tschüss.